Herzlich willkommen zum heutigen Video. Und wo ich bin, das seht ihr, glaube ich, schon. In der Sahara. Ich nehme euch mit. Ich bin jetzt hier im Zelt und gehe erstmal frühstücken. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu. Mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Kaffee, Tee und Saft. Und hier gibt es noch ein paar Kleinigkeiten. Eine halbe Stunde habe ich Zeit, dann ist Sonnenaufgang. Es wird schon langsam hell. So, ich stiefel jetzt zum Sonnenaufgang hier hoch auf die große Düne. Wow, schaut euch das mal an. Wahnsinn! Hier mitten in die Sahara. Das ist gar nicht so schwer. Wenn ihr in Marrakesch seid, dann sucht ihr euch einen Guide und dort könnt ihr je nach eurem Belieben eine Tour buchen oder auch nur einen privaten Fahrer. Ein privater Fahrer kostet ca. 70 Euro. Ein Fahrer mit Auto und Benzin ungefähr 200, privater. Und wenn ihr eine Tour bucht in einer Gruppe, was eine gewisse Anpassungsfähigkeit erfordert, dann seid ihr ungefähr bei 150 Euro für 3 Tage. Wenn ihr einen Mietwagen habt, dann fahrt ihr direkt hierher nach Mersouga, heißt der Ort. Ich blende ihn euch hier mal ein. Und von hier aus könnt ihr dann direkt mit einem Kamel oder mit einem Jeep in die Camps hierher fahren. Eine Nacht im Luxuszelt, wie ich es habe, für euch alleine kostet 40 Euro. Und wenn ihr so Art Hostel bevorzugt, dann ist das natürlich viel, viel günstiger. Dann schlaft ihr aber mit anderen Personen in einem Zimmer, möglicherweise sogar in einem Bett. Eine private Jeep-Tour hier durch die Sahara zu verschiedenen Spots, die ihr euch aussuchen könnt. Zum Beispiel zur Grenze nach Algerien oder ja, so 6 Stunden Tour mit Mittagessen und ein bisschen Unterhaltung kostet euch ca. 100 Euro am Tag. Ich werde jetzt eine schöne Wanderung unternehmen. Mal sehen, ob ich da oben ankomme. Es ist absolut schwer, sich hier zu orientieren mitten in der Wüste. Wenn nichts ist, außer diese Sandhügel, dabei nutze ich dann die Sonne oder eine Kompass-App. Die habe ich immer auf meinem Handy, die zeigt mir die Höhe an und die Himmelsrichtungen. Schaut mal, was ich gefunden habe. Sieht irgendwie aus wie ein Brunnen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Es ist ein Brunnen. Es ist gar nicht so einfach, hier hochzukommen. Es ist nämlich echt steil. Da sind Kamele. Da gehe ich jetzt hin. Total faszinierend, wie man hier die Peilung verlieren kann. Ich dachte, hier ist mein Camp. Aber das ist gar nicht mein Camp. Das muss irgendwo da hinten sein. Aber jetzt gehen wir erstmal die Kamele angucken.
Der hat einen Schreck bekommen. Er macht sich vor Schreck in die Hose hier. Natürlich wird hier für Energie auch Solar genutzt. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück ins Camp. Das ist mein Zelt. Wahrscheinlich kann ich die Jacke schon mal da lassen. Und in einer Stunde treffe ich mich mit meinem Guide und dann geht's ab durch die Wüste. Okay. Willkommen. Thank you very much. You're welcome. So, na, wie sehe ich aus? Ich bin jetzt für meine Tour vorbereitet. So, es geht los. Da kommt mein Guide. Und ich glaube, das ist das Auto. Hat er was vergessen? Weil ich dann umfalle. Ah, ihr seht nicht, wie schwer und schräg das hier ist. Ah. If it's possible, I think it's possible. Okay. Der Jeep-Tour währte nur nicht lange. Wartet's mal ab. Ups. Oh, wow. Wir sind oben. Schaut mal. Ja. Jetzt haben wir uns festgefahren. Die wollen wahrscheinlich den deutschen Frauen beweisen, wie stark sie sind und wie gut sie fahren können. Und wir stehen jetzt auf so einer Kante und er kommt nicht wieder weg. Can I help you? Tja, 4x4 hilft nicht immer. Wir versuchen es nochmal. Oh. Ich hab schon gefragt, ob ich aussteigen soll. Soll ich aber nicht. Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Angst. Wir stehen hier auf so einer Kante. Eingegraben. Oh. Oh. Okay. Eingegraben. Ich habe jetzt keine Lust, hier runter zu purzeln, wisst ihr? Ich weiß nicht, wenn wir jetzt aber hier so vorne rumfahren, seht ihr den Buckel hier? Dann sind wir wieder fest. Aber gut, er muss es ja wissen. Okay, let's go. Kupplung. Es riecht nach Kupplung. Wir stehen jetzt schon circa 30 Minuten hier, immer noch, er gräbt immer noch, er gräbt immer ein bisschen, dann probiert er es wieder. Ich habe mich inzwischen angeschnallt, weil wenn wir hier runterrutschen, das ist echt steil. Wir haben uns bewegt und wir neigen uns nach links.
Nächster Versuch ist gescheitert. Wir haben uns sehr nach links geneigt und da ist es, wie gesagt, sehr, sehr steil. Und der hat gesagt, dass wir dürfen nicht nach links, sonst könnten wir uns überschlagen. Oh. Dann steige ich lieber vorher aus. Ja, wir müssen praktisch nach rechts. Ich glaube, man sieht jetzt gar nicht, wie steil das hier ist. Wir stehen genau auf dieser Kante und sind jetzt schon nach links gerutscht, aber das ist zu steil, um da runter zu fahren. Okay. Wow! Yes! Yeah! Thank you for my life! Welcome! Snowboard dabei. Und ich soll hier, ihr seht meinen Schatten, ist ja auch cool. Hier, seht ihr, wie steil das ist? Ich soll hier runter. Mach mir in die Hose. Ja, you can show me. Ich show you. Okay. Okay. Wow. Same. Yeah. But he has the hair. Like the hair? The hair? Yeah. Under. Ah, okay, die haben Fell unter dem Fuß. Vielleicht schläft er hier. Lizard, lizard, lizard. Lizard. Hier? Lizard. Lizard? Yes. Okay. Lizard, house lizard. Aha. So viele Spuren hier. No one is here. Yo. Only me. Käfer. Käfer? Buschkäfer. Buschkäfer. A beetle. Aha. A black beetle. Da sieht so aus, als wäre eine Höhle. Hier sind Füchsen, die Höhlen. Die schlafen jetzt tagsüber. Da ist noch eine. How deep is the cave? Okay. Ziemlich tief. Krass, hier sieht man sogar die Krallen. Der schläft jetzt da drin, irgendwie links oder rechts davon. So, genug gesandboardet. Einen Fuchs haben wir auch nicht gefunden. Jetzt geht's weiter. Und langsam wird es richtig warm. Das ist die erste Stadt Merzuga hier gewesen. Und die sind alle weggewandert. Nur noch die eine Familie lebt hier. Hier wohnen die Ziegen. Das ist der Ziegenstall. Alle in Zelten. She's making bread. Good morning. Salam. Salam. You stay with her? A desert kitchen. Ja. Yeah. Das ist die Wüstenküche. Sie macht gerade Brot. Warm in winter. Das ist ein Zelt, das ist hier echt kühl jetzt drin, obwohl es draußen warm ist. Und im Winter ist es warm, wenn es draußen kalt ist. Gut isoliert. Und das ist das Wohnzimmer.
der Typ haut einfach ab hier. Lässt mich alleine, die spricht doch kein Englisch. Ach so, das ist das Wohnzimmer für die Besucher. Die leben hier von Tourismus und von, also es sind ja Nomaden, die haben Ziegen. Ich habe gefragt, was die fressen, die werden gefüttert. Ziegenhaar. Goat hair. The goat hair, yes. It's warm in winter. Ja. Die ganzen Zelte sind aus Ziegenhaar. Piece of wood. Ja. Schon interessant. Very interesting. Die Architektur ist schon interessant hier, ne? Hier ist die Dusche. Ah ja. Der Backofen. Hier wird das Brot gebacken. Und hier sind die Ziegen. Ah, there is a toilet. Das ist die Toilette, eben war die Dusche. Hier gibt es Babyziegen. Oh, there is a mother. She like it? Die Kinder gehen hier natürlich nicht zur Schule. Das sind Nomadenkinder, die stapfen halt in die Fußstapfen ihrer Eltern. Und ja, leben ihr Nomadenleben weiter. Da. Ein kleines Stückchen Zucker kommt in die große Teetasse. Also man tut das hier nicht ins Glas, sondern in die Kanne. Ach so, okay. Okay. So wird der Zucker umgerührt. We have a spoon and... You mix. Yeah. Here now, with the glass. Okay. Mix. Thank you. Welcome. Also wir haben jetzt hier Brot bekommen. Olivenöl. Und das ist so ein Dattelsirup. Schmeckt sehr gut. Is a pizza. Pizza. Good pizza. Yeah, she have vegetables inside. Ah, da ist Gemüse drin. Das ist Pizza. Mit mir die Kasse, mit der Tinte hier. Fort? Yes. Of course. Das ist ein Berberdorf und 50 Jahre, vor 50 Jahren sind die Menschen hier weggegangen.